Ja, Wassermann, September in Sachen Liebe. Was ist da los? Wassermann. Und nachher zuletzt kommt Fische, ja? Ja, es kommt Wasser, jawohl, Wassermann. Vollkommene Hingabe, wow. Hier, sehr schöne Energien, Glück. Glück, Wassermann. Was ist los bei dir, du in Sache Liebe? September, Wassermann. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Affäre, wow. Dann abwarten, Gegenwart, bis auf Abwartehaltung, Zukunft. Jawohl. Also, schau mal. Ich muss sagen, dass du das Leben genießt, schön der Vergangenheit mit jemandem. Und du bist wie in eine, ich habe gedacht, es hat sie was gedreht, aber nicht. Du bist wie eine Abwarteposition mit dieser jemanden, ja. Also du hast vollkommene Hingabe, macht dich glücklich in dieser Affäre, Wassermann, ja. Gar keine Diskussion, gar keine Frage. In Zukunft wird sich aber diese Unsicherheit sich weiterentwickeln, dass er nicht etwas Ernstes möchte, diese jemanden, ja. Du wirst dich trennen, weil du sagst, du, ich möchte doch, habe versucht, ich habe gedacht, es wird etwas, aber es nicht geht. Und dann geht es weiter bei dir. Es ist nur eine gute Phase, die du machst mit dieser jemanden, ja? Ich möchte hier noch Affäre mit Lenormand. Ja. Was gibt es noch für Botschaften? Ja, also da geht es nicht weiter. Ja, das ist der Berg. Du hast gedacht, ja, Schicksal kommt was anderes. Du musst das beenden, diese Affäre. Da wird nichts, Wassermann. Du dachtest, du verlierst Zeit, weil du bist in diese abwartende Haltung. Ja, da musst du wirklich Gas geben. Und schau mal, du musst es beenden mit dieser jemanden. Das ist Zukunft, Zukunftskarte, vorwärts geht. Ja, du musst eine Entscheidung treffen bezüglich dieser Person. Hier zeigt eine Frau, aber es ist eine allgemeine Legung, Wassermann, Mann wie Frau. Du musst das dich trennen. Ja, du fühlst dich sehr unsicher, dass sie das nicht in Zukunft, mein Herr. In Zukunft blockiert, ja. Also dann weißt du, woran du bist. Dieser Mensch macht dich glücklich. Hattest eine gute Phase mit diesem Mensch, aber du bist wie in Abwarten. Wird da etwas? Was möchte dieser Mensch wirklich? Also das Universum sagt, das musst du beenden, ja. Geht nicht mehr tiefer als eine Affäre, Wassermann. Und dann ja, Undurchsichtigkeit, ja. Und sie lässt dich sappeln, ja. Und du kommst zu dieser Kenntnis in Zukunft und du wirst dich von dieser Person trennen. Du wirst eine Entscheidung treffen in Zukunft, dich zu trennen von dieser Person, damit etwas Neues kommen kann. Okay, also das ist ein bisschen so der Weg in deine Liebesgeschichte, ja? Ich möchte noch eine Karte hier, Wassermann, für dich, ja?
Sie sind jetzt unabhängig und frei. Wow, schau mal das an. Ja, du kommst in diese Level, genau, du wirst, ja, Entscheidungen treffen bezüglich dieser jemanden, dass es da nicht weitergeht, Wassermann, und dann entscheidest du dich zu trennen, ja. Und wenn du das hinter dir hast, du hast gesagt, ja, gute Zeit, aber es geht nicht tiefer, der möchte nicht das Gleiche wie ich, dann gehst du vorwärts, ja. Dann gehst du vor und dann kommt jemand in Sache Liebe. Dann ist deine Liebeslinie frei. Ja, schau mal das an. Sie sind jetzt unabhängig und frei. Genau. Damit etwas Neues kommen kann. Schau mal das an, die nächste Karte, die ich gezogen habe. Ich habe das Bedürfnis, noch eine zu ziehen. Schau mal das an. Was steht da, Wassermann? Sie müssen wählen. Wege, Entscheidungen treffen, Wahl treffen. Sie müssen es wählen. Wahnsinnig, hä? Wie die Karten miteinander. Wahnsinnig sowas. Es ist wirklich, du gibst Frieden und Zuversicht in der Situation. Das ist toll. Das ist die letzte Karte. Also Wassermann, du weißt, was du zu tun hast, wenn du hier in Resonanz bist mit dieser Legung. Du weißt, was du zu tun hast. Ich möchte noch wissen hier in Sache Liebe. Genau, was Liebesbotschaft noch für dich haben, Wassermann. Für Zukunft. Wassermann. Ja, schau mal. Lass deinen Ex-Partner oder diese Person von der Affäre los. Die Zeit ist gekommen, deine Energie zu klären. Lass los. Siehst du? Noch eine Karte, bitte. Noch eine Karte. Ja, liebe zuerst dich selbst, deine Selbstachtung macht dich attraktiver für die Liebe. Wow, Wassermann, schau mal das an. Wahnsinnig, noch eine, komm. Noch eine. Schau mal, du verdienst es, geliebt zu werden, du bist liebenswert. Wow, sehr schön hier, ja. Und was ist auf Seelenebene bei dir, Wassermann? Das möchte ich auch anschauen. Was schlummert da? Wassermann, was ist noch bei dir? Bewusstsein. Dir ist bewusst, dass du dein jetzt Leben in der Hand nehmen musst und wählen musst. Entscheidungen, ja, Feier. Aha, geh raus, Wassermann. Geburtstag feier, irgendein Feier, Ausflug, Wochenende, Fest. Disco, Ausgang, ja, geh, bewege dich. Bewege dich, ganz wichtig. Der Schöpfer, ja, ist in dir erwacht. Ja, unterstützen dich, das Universum unterstützt dich dabei. Ja, Wassermann. Gewöhnlichkeit, ja, das liebst du, Wassermann, Gewöhnlichkeit, ja. Sehr schön, ja. Es kommt viel Veränderung in dein Liebesleben, viel Veränderung, ja. Ich möchte noch eine Karte für dich, wo zuguckt, eine allgemeine Botschaft, ja. Wassermann, genau, eine
eine Botschaft allgemein, ja? Allgemeine Botschaft an dich. Für allgemeine Themen, ja? Wassermann. Ist gekommen. Für September. Was ist da? Allgemeine Botschaft. Fünf der Erde. Gedanken der Angst, die um Geld kreisen. Die Klugheit, Hilfe von anderen zu akzeptieren. Unsicherheit in der beruflichen Selbstständigkeit. Das wirst du auch im September konfrontiert werden, ja, wenn du hier in Resonanz bist. Achtung, ja. Alles, alles Gute. Jetzt kommt Fische zuletzt, ja. Bye.